Hallo und herzlich willkommen zur Sonderausgabe des Fehlten Parts. Wenn es nach den Plänen der Netzwerke, die hinter den TTIP-Verhandlungen steht, geht, so könnt ihr schon bald eure Chlorhühnchen auf den Grill legen. Aber bis es soweit ist, fangen wir erstmal an mit den Schlagzeilen für die heutige Sendung. Die Netzwerke hinter TTIP und die Manipulation des Bürgers. Studie warnt vor TTIP. Wissenschaftler nur reich und hysterisch? TTIP, screwing you over. But it's okay, it's good for business. Hört sich doch schon mal top an, wenn auch ihr einer der wenigen Milliardäre seid, die vielleicht auch unsere Sendung sehen oder in meinem Ausschuss eines multinationalen Großkonzerns sitzt und euch nicht länger von irgendwelchen Regierungen vorhalten lassen wollt, wie viel ihr euren Arbeitern zu zahlen habt oder wie viel Chemie ihr in eure Produkte pumpen könnt. Dann finden diese geheimen TTIP-Verhandlungen bei euch sicherlich Zuspruch. Gehört ihr aber allerdings zu den 99% der restlichen Bevölkerung, so fragt ihr euch sicherlich, wie Netzwerke wie das Aspen-Institut, die Bertelsmann-Stiftung oder wie die Atlantikbrücke, die ihr hier bei mir im Hintergrund seht, wie viele andere Vereine auch, versuchen, die Meinung des Volkes zu beeinflussen oder gar ganz zu umgehen. Der Autor Hermann Plopper hat sich mit den Netzwerken, die hinter den Verhandlungen des TTIP über die letzten Jahre auseinandergesetzt, von der Bevölkerung über die Politik bis hin zu den Vereinen, die im Hintergrund arbeiten. Guten Tag, Herr Plopper. Ja, guten Tag, Herr Gericke. Herr Plopper, Sie haben sich umfassend mit den Netzwerken, die hinter TTIP stehen, befasst. Um welche Netzwerke handelt es sich genau? Ja, wollen wir zunächst einmal vielleicht die beschreiben, die von Unternehmerseite im Moment besonders rührig ihre Interessen in TTIP betreiben. Das ist natürlich, Business Europe ist zunächst mal der Dachverband der Unternehmerverbände, relativ konventionell. Mit 1200 Mitarbeitern in Brüssel bearbeiten sie die Gesetze, konzipieren sie und korrigieren und wie auch immer. So ein Dachverband kann natürlich nicht so gezielt die Interessen der Unternehmer artikulieren, wie zum Beispiel der European Roundtable of Industrialists, der runde Tisch der europäischen Industriellen. Und dieser runde Tisch der Industriellen, das sind 50 handverlesene Top-Manager aus europäischen Großkonzernen, die sehr aktiv und sehr aggressiv genau das jetzt lobbyieren, was wir als TTIP wahrnehmen. Nun ist es ja so, dass TTIP bereits auf Unternehmerebene Realität ist. Denn die Unternehmerverbände der USA und Europa, also im EU-Bereich, haben sich bereits zum Transatlantic Business Council zusammengetan, wo die Unternehmerverbände bereits völlig zusammengeschlossen sind, USA und Europa. Es gibt auf der anderen Seite, um so eine politische Bearbeitung der Abgeordneten, der EU-Abgeordneten in Straßburg zu ermöglichen, das Transatlantic Policy Network. Das ist eine Sache, wo ausgewählte EU-Abgeordnete ihre Kollegen bearbeiten in Richtung TTIP. Ist ausdrückliches Ziel. Wie handeln diese Netzwerke? Versucht man da das Volk zu umgehen oder zu beeinflussen? Die Netzwerke kommunizieren diese Vorgaben von oben nach unten an die Basis. Zum Beispiel, wenn jetzt in der Atlantikbrücke Menschen zusammengefasst werden, Alpha-Menschen sozusagen aus Wirtschaft, Politik, Medien, Wissenschaft, dann arbeiten die daran, diese Vorgaben von oben nach unten weiterzugeben, zu kommunizieren, den Leuten klarzumachen. Es ihnen schmackhaft zu machen durch Kampagnen. Jetzt ist die Bundesregierung gerade wieder dabei, eine neue Schmackhaftmachung zu starten, eine PR-Kampagne. Und man muss mal sehen, wie geschickt sie das anfangen. Bis jetzt war wohl allem Anschein nach diese Akzeptanz nicht so gewaltig. Und wie genau gehen diese Netzwerke vor? Ja, man kann sagen, sehr geheimniskrämerisch. Also klar, das Europaparlament hat bereits vor einigen Jahren die Legislative 1049 abgesegnet, die es möglich macht, dass Unternehmervertreter einen exklusiven Zugang haben zu den
diversen Verhandlungsrunden von TTIP, während eben Bürgerrechtsorganisationen, NGOs und so weiter, Verbraucherorganisationen ausgeschlossen sind. Das würde dann noch einmal vom Europäischen Gerichtshof aufgrund dieser Gesetzeslage legalisiert. Das ist sozusagen mal der äußere Rahmen. Dahinter steckt schon eine uralte Philosophie aus dem angloamerikanischen Raum, dass das Volk dumm ist und dass auserlesene Eliten alleine nur komplexe Vorgänge verstehen können in der Außenpolitik, in der Sicherheitspolitik etc. Walter Lippmann, der Chefdenker des Council on Foreign Relations, hat das in seinem Buch Public Opinion deutlich gesagt, schon 1920. Dieses Verständnis ist bis heute grundlegend. Deswegen haben wir auch so langsam in Europa mehr so ein Modell der Governance anstelle Government. Government ist die demokratisch repräsentative Regierungsform. Governance ist diese Form des diskreten Regierens aus irgendwelchen Kamingesprächen, informell, wo Elitemenschen aus Unternehmerkreisen, aus Medien, aus Wissenschaft, ja sogar aus Kirchen zusammensitzen und die Richtlinien der Politik, die politischen Paradigmen bestimmen. Daraus entstand eben zum Beispiel dieser Council on Foreign Relations. Das ist die Urmutter dieser Governance. Das sind heutzutage die Netzwerke, die in Deutschland sich auch durch Metastasieren und Tochtermetastasen bilden. Unablässig, das fing an mit der Atlantikbrücke und der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Das ging weiter mit Stiftung Wissenschaft und Politik, mit Aspen Institut und so weiter. Die haben bereits in den 50er, 60er Jahren angefangen, das Paradigma zu bilden. Deutschland würde am besten fahren, wenn es als Juniorpartner der USA jetzt quasi seine Politik ausrichtet. Die USA basteln ja auch noch ein anderes Netzwerk um sich herum, nämlich das transpazifische Netzwerk. Und dieses transpazifische Netzwerk und das transatlantische bedeuten für die USA, die ja in einer starken strukturellen Krise stecken, eine Art von Frischzellenkur. Und ich denke, aus diesen Gründen kann man nicht davon reden, dass hier weder von Freihandel kann man nicht reden und man kann auch nicht reden von Liberalisierung in dem Sinne. Am Ende steht das, was immer da steht, nämlich eine Kartellisierung, eine völlig abgekartete Wirtschaftsbewegung. Und was für uns einfache Bürger dabei rauskommt, kann man sich ausrechnen, es ist eine Art von neofeudaler Entrechtung und Enteignung. Es handelt sich eher, muss man sagen, um einen Jagdschein für die großen Konzerne, den Rest platt zu machen, die kleineren mittelständischen Konkurrenten platt zu machen und den ganzen, auch den Staat, der stört nämlich fürchterlich, zu reduzieren auf Rumpffunktionen wie Vertragsfreiheit, Sicherheit des Eigentums und sichere Verkehrswege und alles andere in private Hand zu geben. Was hier geschieht, ist eine beispiellose Enteignung und Entrechtung, ein Zurück in eine Art von modernen Technofeudalismus, wie man es am Anfang der Neuzeit schon einmal erlebt hatte und dann wieder in 400 Jahren korrigiert hat. Während der einfache Bürger so gut wie ausgeschlossen ist von den Verhandlungen, können sich Lobbyisten Kontakte zur Politik kaufen, wie zum Beispiel durch das Forum Europe und so bei TTIP-Konferenzen direkten Einfluss auf den Kurs der Verhandlungen nehmen. Unternehmen werden Sponsoren solcher Events und bekommen im Gegenzug Einblicke in die derzeitige Verhandlungslage. Eine Art Investition, für die dann unterm Strich der einfache Bürger aufkommt. Mehr dazu von Autor und Journalist Glyn Moody. Es basiert nicht auf der Abschaffung von Handelsbarrieren, von denen es zwischen den USA und Europa nur sehr wenige gibt, sondern auf der Abschaffung der Zollbarrieren. Und aus denen ergeben sich Regulierungen bei Gesundheit, Sicherheit und Umwelt. Die ganze Sache basiert also auf der kompletten Deregulierung der amerikanischen und europäischen Systeme. Das ist eine sehr große Übernahme, denn die Menschen könnten es ja ablehnen, dass für ein bisschen mehr Geld ihre Nahrung weniger sicher
und die Umwelt verschmutzter wird. Das ist aber genau das, was passieren wird, wenn es weniger Beschränkungen gibt. Von daher stimmt es schon, es wird eine Menge Geld generieren für die Konzerne. Effektiv wird die Öffentlichkeit dafür mit weniger Regulierung und weniger Schutz bezahlen. Und das wird in solchen Handelsabkommen nie mit einberechnet. Es geht immer nur um den Profit der Konzerne. Moody sagt voraus, eine Menge Konzerne werden das Recht, gegen Regierungen zu klagen, für ihre Zwecke missbrauchen. Corporate Sovereignty, das bedeutet, der Konzern steht über dem Land. Eine Firma verklagt ein Land und das können sie tun, wenn sie behaupten, dass die für ihre Zukunft erwarteten Profite durch Gesetzesänderungen gemindert wurden. Oder durch ein bereits existierendes Gesetz. Ich denke, was passieren wird, ist, dass Konzerne wie Monsanto die EU auf Milliarden verklagen werden. Sie werden sagen, die Weigerung, hier genetisch veränderte Organismen zu verkaufen, sei eine Handelsbarriere. Und darunter leide ihr Profit. Und darum werden sie sagen, haben sie laut TTIP das Recht, die EU zu verklagen. EU-Gesetzestexte. Die Erkenntnis, Lobbypapiere entsprechen nicht selten 1:1 und wortwörtlich dem späteren EU-Gesetz. In Brüssel gehen rund 30.000 Lobbyisten in den Institutionen der EU ein und aus, versuchen Einfluss zu nehmen. Denn 80% der Gesetzestexte, die hier beschlossen werden, gelten in ganz Europa, auch in Deutschland. Karl Friedrich von Weizsäcker, eine Analyse aus dem Jahre 1983, entnommen aus dem Gelben Forum. Es ist bemerkenswert, was Karl Friedrich von Weizsäcker, der ältere Bruder unseres ehemaligen Bundespräsidenten, vor 25 Jahren in seinem letzten Buch schrieb. Von Weizsäcker sagte in seinem letzten großen Werk, Der bedrohte Frieden, 1983 Hansa Verlag, innerhalb weniger Jahre den Niedergang des Sowjetkommunismus voraus und wurde dafür ausgelacht. Seine Prognose, auf welches Niveau der Lohn- und Gehaltsabhängige zurückfallen würde, wenn der Kommunismus nicht mehr existiert, war schockierend. Weizsäcker beschreibt die Auswirkungen einer dann einsetzenden Globalisierung, wiewohl es damals dieses Wort überhaupt noch nicht gab. Es folgen Zitate aus seinem Buch. Erstens, die Arbeitslosenzahlen werden weltweit ungeahnte Dimensionen erreichen. Zweitens, die Löhne werden auf ein noch nie dagewesenes Minimum sinken. Drittens, alle Sozialsysteme werden mit dem Bankrott des Staates zusammenbrechen. Rentenzahlungen zuerst. Auslöser ist eine globale Wirtschaftskrise ungeheurer Dimension, die von Spekulanten ausgelöst wird. Viertens. Circa 20 Jahre nach dem Untergang des Kommunismus werden in Deutschland wieder Menschen verhungern. Fünftens. Die Gefahr von Bürgerkriegen steigt weltweit dramatisch. Sechstens. Die herrschende Elite wird gezwungen, zu ihrem eigenen Schutz Privatarmeen zu unterhalten. Siebtens. Um ihre Herrschaft zu sichern, werden diese Eliten frühzeitig den totalen Überwachungsstaat schaffen, eine weltweite Diktatur einführen. Achtens. Die ergebenen Handlanger dieses Geldadels sind korrupte Politiker. Neuntens. Die Kapitalwelt fördert wie eh und je einen noch nie dagewesenen Nationalismus als Garant gegen einen eventuell wieder erstarkenden Kommunismus. Zehntens. Zum Zweck der Machterhaltung wird man die Weltbevölkerung auf ein Minimum reduzieren. Dies geschieht mittels künstlich erzeugter Krankheiten. Hierbei werden Biowaffen als Seuchen deklariert, aber auch mittels gezielten Hungersnöten und Kriegen. Als Grund dient die Erkenntnis,
dass die meisten Menschen ihre eigene Ernährung nicht mehr finanzieren können. Jetzt wären die Reichen zu Hilfsmaßnahmen gezwungen. Andernfalls entsteht für sie ein riesiges, gefährliches Konfliktpotenzial. 11. Um Rohstoffbesitz und dem eigenen Machterhalt zu dienen, werden Großmächte Kriege mit Atomwaffen und anderen Massenvernichtungswaffen führen. 12. Die Menschheit wird nach dem Niedergang des Kommunismus das skrupelloseste und menschenverachtendste System erleben, wie es die Menschheit noch niemals zuvor erlebt hat. Das System, welches für diese Menschen verantwortlich ist, heißt unkontrollierter Kapitalismus. Karl Friedrich von Weizsäcker sagte vor 25 Jahren, dass sein Buch, welches er als sein letztes großes Werk bezeichnete, mit Sicherheit von der Bevölkerung nicht verstanden würde und die Dinge somit ihren Lauf nehmen. Das deutsche Volk bewertete er wenig schmeichelhaft wie folgt: absolut obrigkeitshörig, des Denkens entwöhnt, typischer Befehlsempfänger, ein Held vor dem Feind, aber ein totaler Mangel an Zivilcourage. Der typische Deutsche verteidigt sich erst dann, wenn er nichts mehr hat, was sich zu verteidigen lohnt. Wenn er aber aus seinem Schlaf erwacht ist, dann schlägt er im blinden Zorn alles kurz und klein, auch das, was ihm vielleicht noch helfen könnte.